Und damit welcome back zu einer weiteren rücksichtslosen Folge Prison Simulator. Und heute darf ich wieder einmal Putzfrau spielen, Scotty. Warum ist das so? Warum muss ich eigentlich hier immer mich um die ganzen Drecksarbeiten kümmern? Wieso muss ich hier den ganzen Käse immer wegputzen, den ihr hier verzapft? Und vor allem, wieso zum Teufel kommt hier so viel Blut hin? Das sind Fragen, die ich mir immer stelle, auf die ich leider auch keine Antwort weiß. Nichtsdestotrotz, der Dreck muss weg. Na, Ordnung muss sein, hat Hausmeister Kraus auch schon immer gesagt. Da hat er recht gehabt, ne? Ordnung ist immer gut. Wir wollen hier irgendwo auch, dass die Leute sich hier so ein bisschen wohlfühlen. Obwohl, ich glaube, es gibt kaum ein Gefängnis auf der Welt, auf dem man sich wirklich wohlfühlt. Nichtsdestotrotz haben ja meine Leute hier in der letzten Folge eine Luxustoilette bekommen, eine vergoldete. Von dem her sollte das Kacken an sich jetzt schon ein bisschen, ja, aufregender sein, ne? Gut, ersten Ding haben wir fertig. Jetzt muss ich einmal in die Werkstatt. Gehen wir einmal in die Werkstatt. Beziehungsweise C-Stunt muss ich auch machen. Eieieiei. Ich mache sauber. Nein. Ich mache sauber. So, Schießstand fertig. Gut, weiter geht's. Werkstatt war hier. Tag Leute, weitermachen. Beachtet mich gar nicht, ich bin heute nur die Putze. Macht ihr euer Ding, ich mach meins. Wenigstens muss ich während der Zeit, wo ich hier putze, nicht auf die Gefangenen achten. Komischerweise benehmen sie sich immer bei den anderen Wächtern. Warum auch immer, ne? Hier passiert gar nichts, während ich jetzt hier putze. Sind sie alle lieb und nett, zeigen sich von ihrer guten Seite, aber kaum sind sie mit mir unterwegs. Verstehe ich nicht, ne? Verstehe ich nicht. Da rasten sie immer alle voll aus. Da war ich so ein netter Mensch. So ein netter Wächter. Immer respektvoll, na du Pfeife. Vorbildlich. So. Geh in den Besprechungsraum und sprich mit dem Wärter. Jo. Beigelaufen? Ne. Barry, bin wieder da. Maimo, Mjotga, ins Kundkanak. Du kannst auch nichts anderes sagen, ne? So, für heute Schluss. Schluss mit Lustig. Okay, nichts passiert heute. Kann ich mitleben. Aufstandsrisiko ist mittlerweile eh wieder gering. Das ist ganz gut. Ja, passt. Nächster Tag. Let's fetz. So, ran ans Werke. Wieder Durchsuchungsraum. Erstmal was Chilliges hier. Was, du kannst einen Ort... Ja, ja, ist ja gut. Ist ja auch schon wieder Blut. Oder Rost. Blutrost, wer kennt's nicht? Rufe neue Insasse. Okay, bitte eintreten, vorzeigen. Oh, du bist schlauer, oder? Na gut, ich nehme es gleich wieder mal zurück, was ich gerade gesagt habe. So. Gut, wir können hier einmal Ding und Ding. Das passt. Angenehmer Perk auf jeden Fall. So, die Nummer. Mit der Nummer. Passt auch. Ding passt auch. Block B. B. Kann ich das ja auch anklicken? Ne, das scheint dann immer zu stimmen, oder? 14 Jahre. Ja, okay. Gut, das passt aber an sich, ne?
Bisher hat da auch noch keiner gemogelt. Gott sei Dank. So, du bist akzeptiert, aber davor muss ich natürlich erstmal an deiner Schokolade knabbern. Lecker, Vollmilchschokolade. Herztabletten könnten mir auch nicht schaden. So, passt. Fresh Shampoo. Kiss. Okay, ich lese gerade. Schneeweißes Geschäft, erwarte ungewöhnliches Verhalten. Was passiert denn jetzt schon wieder? Erstmal durchsuchen, mein Freund. Beine spreizen. Ja, komm. Das ist legal, kannst du haben. Zucker ist hier wertvoll. Ja, Zucker ist hier richtig wertvoll. Man braucht auch Zucker. Was hast du für einen Sprachfehler, Bruder? Komm mal wieder runter. So, dann kriegst du hier einmal the welcome present. Und tschüss. Ach, nur einen heute? Ja, das geht ja. Basketball könnte man machen. Wir können hier auch wieder einen Schnelllauf machen. Das mache ich jetzt auf jeden Fall. Hallo, du bist hier, um deine Geschwindigkeit zu arbeiten? Ja, wie immer, gib mir. So, wo muss ich hin? Na, 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 na. Päckchen für dich. Illegale Drogen. Hier, gönn dir. Näschen. Nächster. Jo, Mokebe. Mokebe Buntu. Was ist das für ein Name? Hier. Mann mit komischen Namen. Nimm das Paket. Gut, Geschwindigkeit ist da. Perfekt. Dann starten wir in die nächste Runde. Der fördernde Tür ist Kehre. Wie schaut es denn eigentlich aus mit meinem Inventar und so? Hab ich noch genug Stuff eigentlich? Spritzen habe ich noch. Ja, das passt. Kekse gibt es immer noch nicht, ne? Kekse kriege ich, glaube ich, wirklich nur von den Häftlingen. So, wunderschönen guten Tag alle zusammen, ne? Wie geht's, wie steht's? Würde ich mal sagen. Finger weg vom Lümmel und auf ins Getümmel. Ah, hier habe ich schon wieder eine Quest. Okay, ich muss schnell durchklickern. Ja, geh rein. Zwei. Einmal schnell mal einmal durch, bevor wieder irgendjemand Scheiße baut. Quatschen kann ich das später auch noch. Ja, geht schon wieder los hier, gell? Kannst du mit einem Gefangenen mit dem Spray für einen Moment betäuben, damit er mit einem anderen Werkzeug direkt da... Ach so. Muss ich das denn tun? Spray hat eine begrenzte Reichweite. Geh auf den Gefangenen zu und ziel auf sein Gesicht, um einen Strom auf ihn abzulassen. Nimm die zugewiesene Taste. Okay, das Spray ist begrenzt. Wenn du es verbrauchst, musst du neues kaufen. Oh. Kann ich das dann nicht auffüllen oder so? Tubek, was soll der Scheiß? Benimm dich! Sind ja nicht zu Hause, ja? Also benimm dich. Anthony, geh mal lieber rein, komm. Anthony will irgendwas von mir. Aber was? Nein, jetzt beruhigt euch doch mal alle. Ein paar hat er nicht genommen von den Häftlingen, die ich geklickert habe. Moby? Und Pablo? Wo ist der Mann ohne T-Shirt? Pablo. Was machst du hier? Zeit für den Appell. Okay. Ist mir scheißegal. Ich gehe nirgendwo hin. Der Appell ist für alle Gefangenen. Sonst noch was? Leg dich nicht mit mir an. Oh, come on. Oh nein, tut mir leid. Sei nicht böse. Ich werde jetzt ein braver Junge sein. Das ist es, was du hören willst. Lecker mich am Arsch. Okay, dann gibt's halt wieder eine Prügelei um kurz nach zwei. Er macht den Porter.
Ich hab's nicht mitgekriegt, zu eurem Glück. Napoleon, was ist denn schon wieder? Warum seid ihr alle so aggressiv? Chillt doch mal, Leute. So, schnell tackern hier, tickern. Oh, ihr macht mich alle fertig, ey. So, der Mann muss weg. Der Mann muss weg. Gut. Freizeit, free time. Best time. You know what I mean, man. Genau. Du sagst es, Scotty, du sagst es. Enos Vater. Gucken wir mal schnell, ob ich theoretisch nochmal Geschwindigkeit machen könnte. Nö, okay. Dann machen wir wieder ein bisschen Money, hätte ich gesagt. Oder ein bisschen Kraft. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, Ausdauer steigt gerade im Moment nicht wirklich weiter. Was macht das Geld? Hatte ich, glaube ich, erst ausgegeben fürs Pfefferspray, ne? Habe ich jetzt gar nicht benutzt, ich Depp. Na, egal. Einmal ein Kämpfchen, bin ich dabei. Gib ihm. Boom, boom, boom. Einmal in den Durchsuchungsraum. Was für ein schöner Traum. Was piept hier? Was piept hier? Oh oh, das gefällt mir gar nicht. Das ist eine Bombe. Das muss hier drin sein. Ja. Alles klar, hier ist die Bombe. Okay, nehmen wir gleich mal die Bombe, hätte ich gesagt, ne? Bombenentschärfung, meine Damen und Herren. Aufgepasst, ich zeige, wie es geht. Und drehe einmal den Koffer, oder auch nicht, weil er nicht will. Mache das Ding hier auf und dann hat man ein Problem. Oh Gott. Punkt 1. Play. Okay, hier mein Rätsel. Ne, andersrum bitte. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Na ja, gut, ich habe ein bisschen Zeit. Was soll das darstellen? Das Ding muss in die Mitte, oder? Das muss eigentlich nach rechts außen. Oh, Leute. Solche Spiele habe ich schon immer gehasst. Das irgendwie nach unten. Das muss eigentlich nach oben. Das muss eigentlich hier rüber, dann muss das darüber, dann muss das so rüber. Und dann drücke ich auf Play. Und dann habe ich hier das, 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 das. So, jetzt sind wir auf gelb. Das habe ich. Gott. Verdammt, was war das jetzt? So? Weiter weiß ich nicht. War das so? Grün. Aus die Maus. Alter, beim ersten Versuch. Ne, richtig. Aber hier wäre auch Kabel gewesen, ne? Batterien kann ich auch rausnehmen. Kann ich das jetzt machen, ohne dass irgendwas in die Luft fliegt, Mann? Braucht Batterien. Nehmen wir mal die Batterien hier. Perfekt. So, das wäre schon gewesen. Bomben, Entschärfungskommando. Für heute beendet. So, und wer kriegt das jetzt? Ja, also by the way, weißt du, Bombe entschärft, ja. Hat man ja alles gelernt in der Ausbildung. Ist ja an sich alles kein Problem. Für den besten Wächter der Welt. Oder what? Aha. Ja, das tut mir leid, das muss sich sichern. Obwohl es ist an sich kein Wächter da. Ich nehme es mal für mich. Also hier nehme ich mal die Sachen immer so ein bisschen für mich. Wenn keiner zuschaut. Wayne juckt's. So, Napoleon. Er hat wieder hier seine ganze Hygiene-Sachen. Ne? Man muss ja auch gepflegt durch den Knast gehen. Falls man sich da mal in der Dusche bückt.
ist man gleich kurz auf entzückt. Aha, ein Kipp, ein Joint. Ja, okay, Joint. Wie gesagt, die Gefangenen würden es ja eh nicht mitkriegen. Ne? Ich nehme jetzt, wie gesagt, mal alles. Das probiere ich jetzt mal aus, ob ich dann Disrespect kriege oder nicht. Mach das jetzt mal hier auf ein bisschen Egoismus. Ein bisschen Ego muss schon sein. Ja. So allgemein im Leben auch. Gesunder Egoismus ist an sich nicht schlecht. Also kein Egoismus, der irgendjemand anderen Schaden zufügt. Aber man sollte natürlich in erster Linie doch immer erstmal an sich denken. Dann an die Mitmenschen. Aber wie gesagt, wenn man ein bisschen egoistischer handelt, dann sollte es keinen anderen schaden. Was ist das? The Boy with the Unicorn Tattoo. Mit David Lesson. Ja, das klingt ja mal gar nicht so interessant. Was haben wir hier? Wieder eine Pfeile. Nimm mal. Perfecto. So, Earl Hickey, ne? Earl Hickey, sag ich. Ne, ist Pablo. Earl hatten wir schon, ne? Ah doch, Hickey habe ich ihn genannt. Okay, passt. Was haben wir hier? Drogen. Nehmen wir. Pablo Escobar, was liest du da? Das passt ja mal gar nicht zu dir. Queen. Die Queen im Knast. So, Drogen, meins. Ah, was ist bei Pablo schon wieder alles drin hier? Krass, habe ich die schon? Ob hab alles, ne? Aber ich sollte sie vielleicht auch alle mal hier drüben stapeln. Ah, okay, ich krieg tatsächlich keinen Disrespekt. Also die Gefangenen wissen ja gar nicht, was sie bekommen würden. Okay, das heißt, hier kann ich immer wirklich alles für mich nehmen. Mein Inventar ein bisschen aufpäppeln. So gut, ich brauche aber jetzt auch noch mal ein bisschen Kohle, deswegen hätte ich jetzt gesagt, mache ich jetzt noch einmal schnell ein bisschen das schnelle Geld, ne? Amigo, gib mir dein Geld. Let's go! War ja an sich ein chilliger Tag heute im Knast, ha? Alles gut geklappt, eine Bombe entschärft. Nein, 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 mach doch! Schauen wir mal, ob wir den Tag noch ein bisschen schön rund machen können wie ein Kreis. Hier nochmal schnell 50 Dollar verdienen. Kleinen Fehler habe ich mir ja leider schon erlaubt. Der Rest muss jetzt sitzen. Ja, könnten wir hinkriegen. Und der letzte, auf geht's. Jawohl. Yes, Baby. Duschkabinen. Oh, nee, duschen. Oh, das ist immer so stressig. Duschen ist immer so stressig. So. Ein bisschen Ausdauer tanken. Ist es dann eben im Elektroschocker? Ist das dann auch so, dass er irgendwann mal leer ist? Man muss einen neuen kaufen? Das wäre ein bisschen scheiße. So, wer von euch ist aggressiv? Du bist aggressiv. Gut, wer von euch ist noch aggressiv? Du bist aggressiv. So, dann ihn hier. Er wird jetzt gleich abhauen. Sorry, Earl. Ich habe leider noch keine weitere Kabine. Da kann ich leider nichts tun. Alright. Na, wie geht das dir? Okay, hier haben wir Moby. Oh, Mann. Moby ist auch eher so von der ungeduldigen Sorte.
Schneller! Schneller duschen! Gib mir! So, dann machen wir schnell hier die fertig. Er ist schon wieder weg. Naja, ungeduldig, sag ich doch. Ein paar Mal habe ich es ja jetzt schon vermasselt hier, ne? Warte mal, ich nehme jetzt schnell noch hier, ihm hier das. Gib du mir. Danke. Okay, wer möchte als nächstes? Einmal du schnell, ne? Stefan Stupido. Keine freien Kabinen. Okay, der stinkt leider. Gott. Los, schneller. Rein mit dir. Okay, Kabine ist frei. Ah nein, da ist schon wieder was kaputt. Warte. Nein, Leute, beruhigt euch. Musst du noch schnell Hausmeisterarbeiten erledigen. Geh du dabei mal schnell rein. Ich muss hier für Ordnung sorgen. Es tut mir leid, mein Freund, aber wenn du Scheiße baust, ne? Mach da auf das Ding. Schnell. Nein, 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 nicht wieder zumachen. Falsche Taste. Ah. Aha. Das nehmen wir gleich mal. Haben wir noch irgendwas? Hier ist noch was. Duschkopf wurde repariert. Okay. Der geht wieder, oder? Okay, weiter. Gib mir. Leute, ich bin wieder da. Wer will das? Verdammt, nächster. Geh du auch gleich, komm, Sam. Auf Giro Miron. Pablo, ja damit. So, einen kann ich noch reinlassen. Stinken beide. Beide relativ gleich geduldig. Also, einfach mal weiter. Komm, schupfen noch ein bisschen an hier. Los, schneller. Beweg dich, du Stück. Oh, 4 Sekunden. Danke dir, Sammy. Okay. Ja, jetzt geht's gerade. Der Anfang ist halt immer so ein bisschen blöd, ne? So, sehr gut. 2 Kabinen sind frei. Könnt ihr gleich mit rein? Erstmal du. Dann bitte einmal du noch. Uff. Oh, da haben wir schon wieder einen Ungeduldigen. Da hätte ich gerne einen Skill für irgendwie, dass man hier beim Duschen das irgendwie... Was? Wieso? Okay, das lassen wir jetzt kurz mal ablaufen. Aus mit dir. Los. Okay, ich hab's geschafft tatsächlich. Und Respekt bei den Gefangenen bekommen. Okay, obwohl ich 2 verkackt habe. Naja, gut. It is, it is, gell? It is, it is. Barry! Sind wir schon durch heute? Party, Party. Ist schon soweit. Ist die Frage. Was habe ich jetzt an Kohle? Soll ich nochmal wegen Skills gucken? Skilly Manilli. Was mit dem Besuchraum muss ich auch nochmal machen. Also wenn die mal dann Besucher warten, dass ich die auch mal in das andere Zimmer lasse. So, können jetzt erstmal nochmal hier schauen. Ich glaube aber, hier können wir jetzt erstmal noch nichts kaufen. Naja, nicht viel, nicht viel. So, Elektropistole, 400. Muss aber aufgeladen werden. Na okay, wir probieren eh dann erstmal das Pfefferspray noch aus. Das darf ich nicht vergessen beim nächsten Mal. Und dann Level 12. Wir könnten theoretisch die Langhantel holen. Aber ich glaube, ich kann mehr Respekt rausholen bei den Gefangenen, wenn ich mich um sowas hier kümmere. Kann jetzt natürlich nicht komplett alles vergolden. Obwohl, eigentlich könnte ich schon, ne? Guck mal, 15% wäre das jetzt wieder. Komm, das machen wir.
Mehr Luxus für die Gefangenen, meine Freunde. Jawohl, so muss das. Als nächstes vielleicht an das Bettgestell. Oder erstmal die Matratze. Okay, Respekt ist damit eigentlich schon wieder ziemlich gut erhöht. Nichtsdestotrotz gucke ich jetzt nochmal schnell bettwäschemäßig, was das nochmal kostet. Ah ja, das war ziemlich teuer, ein Taui. Beziehungsweise eigentlich wäre es eigentlich hier witzig, auch Omas Blumenbeet mal zu nehmen. Das, vielleicht werden sie noch ein bisschen weicher, die Leute, ne? Ja, mal gucken, vielleicht mache ich das. Also entweder, wenn wir ein Taui haben, dann ganz normal mal Bett... Ja, das reicht aber eigentlich auch, oder? Wie viel Respekt kriegen wir da? Kann ich reinschauen? Na gut. Das Gestell wäre auch noch interessant. Ja, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen sparen. Dusche wäre halt auch interessant, dann nochmal eine zu kaufen. Das weiß ich nicht, warum ich hier jetzt irgendwas upgraden sollte. Also wir könnten jetzt hier irgendwie den Hammer oder so machen. Aber was bringt mir das? Was bringt mir jetzt ein geupgradeter Hammer? Kann ich das dann nochmal entscheiden, wenn ich jetzt... Nein. Okay, gut, alles klar. Wir haben einen geupgradeten Hammer. Und wir sind pleite. Sehr gut. Genauso habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber gut, jetzt haben wir einen besseren Hammer, was auch immer das bringt. Skillinger. Das war irgendwie im Wachraum, da bin ich schon vorbei. Wachzimmer. Jo, Migo, wie schaut's aus? Alex, ich hätte mal wieder Bock auf was zu lernen. Schauen wir mal. Also so passive Sachen wie Schaden und so mehr und würde ich jetzt erstmal lassen. Ich schaue jetzt erstmal aktiv, was wir hier jetzt noch machen können. Kostet mich ein Huni, das habe ich ja. Und einen Punkt habe ich auch nur noch. Okay, das heißt, ich muss mir das jetzt wohl überlegen. Daten abgleichen, zwei Texte. Ach komm, das ist nicht wichtig. Während des Aufstands kannst du den Befehl Letzte Warnung verwenden, um einige Insassen dazu zu bringen, den Kampf abzubrechen. Letztendlich dient er dazu, die Zahl der aggressiven Insassen um 30% zu verringern. Interessant, ist auf jeden Fall ziemlich gut. Die Suche nach Gefangenen und Zellen ist um 50% schneller. Du hast größere Chancen, einen Gefangenen einzuschüchtern, damit er sich verhält, wie du es auch möchtest. Das hätte ich jetzt als nächstes gemacht. Was kommt denn hier bei Vertrauen? Du kannst bis mit 1 bis 6 Insassen handeln. Okay. Ich würde jetzt fast erstmal das hier machen. Danke dir. Gut, dann sind wir da auch wieder ein bisschen aufgefrischt. Dann werde ich gesagt, beenden wir den Tag. Und auch die Folge. Barry, ich bin soweit. Oh, das war ein guter Tag. Das war ein richtig guter Tag. Okay, viel Geld verloren, aber gut, das kommt schon irgendwie wieder rein. Ne? Fähigkeiten gekauft, Gefängnisausrüstung +2. Super guter Tag. Na gut, Leute, würde ich mal sagen, Barry, geht es schon wieder los. Musst du mir immer dazwischen quatschen? Also Leute, ich bedanke mich bei allen fürs Zusehen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir eine kleine Bewertung da lasst. Ansonsten wünsche ich euch noch einen stressfreien und auch straffreien Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Tschüssikowski.